Es ist unsere Aufgabe, ihnen rigoros jedes bisschen Menschlichkeit und Mitgefühl auszutreiben und aus ihnen etwas Besseres zu machen. Wir haben vor, sie zu Medizinern heranzubilden. Ich glaube, als Arzt muss man mehr drauf haben, als nur die Fakten über die Herzklappen aufsagen Kann sein, aber mich interessiert im Augenblick nur meine Biologieprüfung. Erst im dritten Jahr bekommen wir einen Patienten zu Gesicht. Als Arzt muss man lernen, sowohl den Patienten als auch die Krankheit zu behandeln. Wir müssen freundlich mit ihnen umgehen. Sie sind hochbegabt, doch Menschen ihres Kalibers glauben, dass gewisse Regeln nicht unbedingt auch für sie gelten. Es war einfacher für mich, dich als einen Spinner anzusehen. Hat dein Eispanzer einen kleinen Knacks gekriegt? Gehen Sie zum Zirkus, wenn Sie den Clown spielen wollen. Ich rate dir, in nächster Zeit ein bisschen auf Tauchstation zu gehen. Die Klinik wird für alle Kosten aufkommen. Sonst noch irgendwelche Fragen? Die Patienten verlieren ihre Scheu, sie erzählen mir von ihren Wünschen und Träumen. Sie vergessen dabei ihre Schmerzen. Ich warne Sie, betreten Sie diese Klinik nie wieder. Wenn ein Arzt mit einem Patienten eine emotionale Beziehung hat, was ist daran verkehrt? Patienten brauchen keine Freunde, sie brauchen einen Arzt. Mein Name ist Dr. Phil. Ich soll hier operieren. Wer macht den Anfang? Sie sind gefeuert. Sir? Von dieser Universität. Die wollen mich wegen eines persönlichen Streits vom Examen ausschließen. Das können die doch nicht tun, oder? Universal Pictures präsentiert... Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen für einen Arzt. Unsere Aufgabe ist es, den Patienten ein besseres Leben zu ermöglichen und nicht nur den Tod hinauszuzögern. Die wahre Geschichte eines Mannes, der gegen alle Regeln verstieß. Warum empfinden Sie mich als Bedrohung, Sir? Weil das, was Sie vorhaben, uns auf das Niveau unserer Patienten hinabzieht. Und dennoch bewies das Lachen. Wichtige Durchsage. Ich spreche die Schlankheitskur hiermit ab. Ich habe Hunger. Immer noch die beste Medizin ist... Clowns salutiert! Robin Williams. Wenn man eine Krankheit behandelt, gewinnt oder verliert man. Aber wenn man einen Menschen behandelt, dann gewinnt man immer. Ganz egal, wie die Therapie ausgeht. Patch Adams.